Und herzlich willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Wir müssen hier gerade einen Weg finden, irgendwie hier durchzukommen. Was offenbar schwieriger ist als gedacht. Hier vielleicht irgendwie? Manche Objekte kann ich auch verschwinden lassen, aber nicht alle. Nein. Ich muss da zur Kirche kommen. Vielleicht muss ich auch hier irgendwo langlatschen. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Komme ich da hin? Ach, ich kann hier runter. Ja, das ist ja easy peasy, wenn ich hier runter kann. Wo bin ich? Was ist hier los? Ich weiß nicht mal, wie ich hierher kam. Ich will nur nach Hause. Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Nehmen wir mal an, es hat was mit dem versunkenen Schiff zu tun. Okay, so kann ich wieder hoch. Survivors of the... Ein Bild der Überlebenden des Mona Hansett Dampferwracks. Ups, das war falsch. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht? Na, das ist ja wohl auch klar. Es ist ja wohl logisch. Der Dampfer ist in ist irgendwie halt untergegangen und... Kerzen? Ach, das ist ein bisschen fummelig hier. Da steht etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Klingt, als verdanke ihr mehr als nur einer das Leben. Was haben wir hier? Sieht wie eine Art Denkmal aus. Ich wette, die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Ist doch alles glasklar. So. Als die Mona Hansett sank, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Ja. Hast du was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Mona Hansett, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salems gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Heldin. Wenn ich alle gerettet habe,
Wie bin ich dann gestorben? Nein, nein, du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot ist gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ertrunken sein. Tut mir leid. Nein, das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer Stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe gern geholfen. Wollte gerade sagen, müsste sie jetzt nicht verschwinden? Okay, es sieht so aus, als würde sie in den Himmel kommen. Okay. Laufen wir mal zur Kirche. Ach, guck mal. Plakette der Piratengeschichte. Okay, das interessiert mich jetzt nicht so. Follow Path to Church. Ja, das machen wir doch glatt mal. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Holla, die Kirche ist aber ganz schön geschmückt mit vielen Blumen. Null von einem Hinweis. Ja, das dürfte ja nicht so schwer sein dann. Was? Das kann nicht gut riechen. Es riecht sehr gut. Es riecht nach ihr. Also, hast du beschlossen, dich einfach an ihrem Schrank zu bedienen? Nein, nein, nein. Die in ihrem Schrank waren zu neu. Sie hätte es auch gemerkt, wenn jemand da dran gewesen wäre. Hab gewartet, bis sie weggeworfen hat. Ich war immer gut im Warten. Manchmal hat sie sich umgesehen, als ob sie spürte, wie ich sie beobachte. Und wenn sie dich erwischt hätte? Was dann? Deine ganze Welt wäre zusammengebrochen. Wieso? Ist sie vorher auch nie. Ich würde so mit ihr verfahren wie mit den anderen. Und dann ziehe ich weiter zur nächsten. Creepy! Weiterziehen könnte schwieriger sein, als du glaubst. Hey, such dir dein eigenes Mädchen. Die gehört mir. Oh Gott. Sie wird von einem Geist gestalkt. Hier ist es wenigstens hell und etwas belebt. Was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Was haben wir hier? Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Doch. Fotos der Zeugin war das doch. Hä? Es geht nicht um die Kirche? Natürlich geht's um die Kirche. Die Kerzen? Nein. Das war es auch nicht. Die Kirche. Toll. Ja, ich meine, das kenne ich ja schon. Gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Der Pate schickt jemanden auf den Dachboden? Das ist ja sehr
großzügig. Wieso? Liegt da eine Säge? Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Boah, ey, das Hochzeitskleid ist voll hässlich, ey. Alter. Was war denn hier? Ist das Mädchen wieder? Nee. Und ich nehme an, hier sollte ich nicht... Ups. So viel dazu. Ja, ja, bla bla. Muss ich jetzt auch noch mal... Warte. Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Also, hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat, diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren. Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich habe in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Keine lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegung. Für immer. Okay, das war noch creepiger. Ah, jetzt, guck mal, da hinten habe ich eh einen Hinweis übersehen. Den gucke ich mir jetzt an. Ja, kann ich das jetzt bitte einsammeln? Danke. Kann ich sowas nicht auch schließen irgendwie? Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Mein Geist, es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Was? Sie kommen dich holen. Okay, die Frau ist auf jeden Fall schon ein bisschen durch. Da vorne war die Erinnerung. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird... Was ist das für ein Rabe? Ich denke nicht, dass sich der Mistkern in der Nähe einer Kirche versteckt. Okay, warte mal, ich will nochmal eben hier das aufklären mit dem... Zur Kirche in der Wohnung? Doch, doch, natürlich hier. Die Kirche. Bing! Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Naja, dann... Ich will mal noch hören, was es mit denen auf sich hat. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Ach, die haben Angst vor dem Serienmörder, oder wie? Nach, falsch. Er würde nicht hier reinkommen, oder? Ach, die haben Angst vor, okay. Aber uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht, erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Dieser Serienmörder scheint ja ganz schön die Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Wir sahen vorgestern Abend einen Marathon mit
Gangsterfilmen in Schwarz-Weiß. Ich konnte nicht glauben, dass er sie noch nie gesehen hat. Ich mochte die romantischen Teile, eher die mit den taffen Kerlen. Als ich ihm am nächsten Tag den Fedora kaufte, sah er verwirrt aus. Gewöhnte sich aber schnell daran. Er ist jetzt ein Teil von ihm. Ich glaube nicht, dass er ihn je wieder abnimmt. Ach, das ist der Hut, ne, von ihm, ja. Das hatten wir, das kennen wir ja auch schon hier. Ja. Gucken wir uns auch nochmal an. Hier, hallo. Mein Leben überdenken. Gab es doch da irgendwo so einen Punkt. Nee. Okay, geht nicht. Dann geht's halt nicht. So, was haben wir hier hinten denn noch? Huch. Wie direkt auf diesem Ding Staub saugt. Das habe ich sehr praktisch geregelt. Der Dachboden muss dort oben sein. Katze? Ich finde den Weg zum Dachboden. Ich finde die Katze. Na, das klingt doch gut. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.